Im Rahmen des Denkmal Wien-Projekts werden wir während unserer Rundgänge viele Biografien von Menschen kennenlernen, die sich dem nationalsozialistischen und austrofaschistischen System widersetzt haben. Einer dieser Menschen, die Widerstand geleistet haben, war Hermann Plackholm. Hermann Plackholm war Mitglied der Feuerwehr der Stadt Wien und durch seine politische Einstellung als Kommunist ein politischer Gegner des nationalsozialistischen Regimes. Im Zuge einer politischen Überprüfung durch die nationalsozialistische Gestapo wurden Plackholm mehrere Vergehen angelastet. Er wurde schließlich am 4. Februar 1943 festgenommen und in weiterer Folge wegen Vorbereitung zum Hochverrat und Landesverrat zum Tode verurteilt. Plackholm sowie weitere mit ihm zum Tode verurteilten Feuerwehrmänner wurden daraufhin in das Konzentrationslager Mauthausen überstellt. Ihre bevorstehende Hinrichtung wurde von den Nationalsozialisten inszeniert. Auf der Hinrichtungsstätte in Kagran waren 600 Feuerwehrmänner geladen, die die Erschießung der zum Tode Verurteilten als abschreckendes Beispiel mit ansehen mussten. Bis heute erinnert ein Denkmal bei der Hauptfeuerwehrwache am Hof in Wien an diese Hinrichtung. Wo genau sich dieses befindet, finden wir während unserer Rundgänge heraus. Wenn ihr Interesse habt, dann bucht für die Zeit nach dem Lockdown einen Rundgang unter www.denkmalwien.at.